So, liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich begrüßen auf Schloss Kaltenberg zum 40-jährigen Jubiläum des Kaltenberger Ritterturniers. Einige von Ihnen haben wir vielleicht ja schon auf dem Lokalfernsehen München vor 40 Jahren, weil es der erste Sender, der schon dabei war, uns mitbekommen. Und ich bin in der freudigen Position, dass meine Eltern mir eine tolle Veranstaltung übergeben haben und ich jetzt hier jedes Jahr eine neue Ritterturniershow produzieren darf. Und außenrum einen riesigen, wunderschönen Mittelaltermarkt mit 5 Bühnen und insgesamt über 1200 Mitwirkenden, die hier mittelalterliche Gaukeleien, mittelalterliche Musik darstellen. Und natürlich die Hauptattraktion, die findet in der Arena statt, wo dann 2 Stunden lang die Ritter gegeneinander Lanzen reiten. Und hier haben wir noch jemanden, der einen coolen Spruch hat. Das beste Mittel gegen Ärger ist ein Trunk vom Kaltenberger. Was habt denn ihr für einen Maskrug da? Ja, das ist der neue Maskrug vom Kaltenberger Ritterturnier. Da muss man unbedingt hin, da waren wir auch schon. Ja, wir sind jetzt hier in der Münchner Fußgängerzone beim Gugelhupf. Und hier gibt es auch, was wir mit Erstaunen festgestellt haben, auch ein König Ludwig Dunkel. Und hier treffen wir die Kollegin, die wir gestern schon beim Pressetermin in Kaltenberg kennengelernt haben. Und sie war auch bei der Bierverkostung dabei. Können Sie mir was darüber erzählen? Für mich war das eines der Highlights meines Lebens, weil uns der Prinz Luitpold erklärt hat, wie ein richtig gutes, bekömmliches Bier gebraut werden muss. Und was er geschafft hat, dass das gute alte Dunkel, was über Jahrhunderte weg getrunken ist und das täglich Brot wirklich war für die Leute, weil das Wasser früher nichts getaugt hat, die Hygiene war nichts und der Schmutz war drin. Was dieses gute alte dunkle Bier eigentlich für wunderbare Eigenschaften hat. Das Essentielle, was ich gestern gelernt habe, ist, ein Bier muss xx lang vergoren sein. Nur dann entfalten sich die guten Eigenschaften der Hefe mit dem Hopfen und mit dem Malz. Und nur eine Brauerei, die ich kenne, legt den gesteigerten Wert ihre Kessel, ihre Sudkessel so extra kühl zu halten und das so lange aufrecht zu erhalten, dass so ein bäriges Bier rauskommt. Ich bin ein Trockentrinker, beim Shampoos ein Brüttrinker, aber beim Bier mag es auch nicht so süß. Ich hätte nie gedacht, dass mir ein König Ludwig dunkel schmeckt, weil ich das Vorurteil hatte, das ist wie ein Karamals, aber mitnichten mit Hand. Das ist ein süffiges, leichtes, trockenes, in der Weinsprache zu bleiben, Bier und eben XX lang vergoren. Und das reserviere ich noch als Marke, das XX lang vergoren. Prosit auf den Luitpold! Ja, wir sind jetzt schnell mal noch hier nach Pasing gefahren, nämlich zum Prinzregentgarten, und ist der älteste Biergarten vom Prinz Luitpold. Und ich habe meine Kollegin jetzt noch mal mit dabei, die wird uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Ich bin in München-Pasing an der Würm geboren, damals in dem Krankenhaus 1970, und ich habe nicht gewusst, dass es hier einen Prinzregentengarten gibt. Ich bin das erste Mal jetzt in dem Biergarten und ich freue mich narrisch. Und Prost auf dein gutes Bier, Prinz Luitpold. Wir danken dir, dass du die Verlangsamung des Bierbrauens wieder hoffähig gemacht hast, sodass ein Bayer ein gescheites, verträgliches Bier trinken kann. Dankeschön. Vielleicht nehmen Sie mal Ihre Sachen und Ihre Getränke kurz hoch, jetzt wird es gerade gefällt. Ja!
weggehen, nicht, dass das passiert. Hier! Hier! Hey! Hey! Ja! 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 Im sechsten Jahr der Regentschaft unseres geliebten Prinz Heinrich, falscher Text, aber sagt nicht richtig. Wir feiern heute im siebten Jahr der Regentschaft unseres geliebten König Aegidius 40 Jahre Kaltenberger Frieden. Und um diesem gelobten Jahr einen ganz besonderen Platz in den Annalen der Geschichte unseres Reiches zu schenken, schufen die tüchtigsten Handwerker des Landes ein Jahr. Großartiges Bauwerk. Im Schweiß ihres Angesichts und mit Gottes Hilfe. Ausgestattet mit den neuesten Errungenschaften der Handwerkskunst als Dasein. Pechnasen, Fallgatter, Schießscharten. Da staunt der Laie und der Fachmann, der nickt stumm. Und was noch erstaunlicher ist, die neue Königsloge, auf der ihr nun steht, wurde nicht nur zur rechten Zeit, sondern auch zum vereinbarten Preis hergestellt, was in der heutigen Zeit, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit ist. Ich denke da nur an, oh, aber da kommt schon unser König Aegidius. Liebes Volk!